Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Heute habe ich mir was ausgedacht und hier ein bisschen gebastelt und gebacken. Es sollte eigentlich ein Igel, welcher liegt auf dem Rücken. Habt ihr mal so einen Igel gesehen? Er sieht dann so süß. Er sieht man nur seine vier Pfötchen und Näschen und selber ist es angeknuddelt. Naja, so wie ich so gedacht habe, ist es vielleicht nicht 100% so geworden, aber so sieht fertige Plätzchen aus. Ich mache ganz kurz die Kamera nach unten, dass ihr seht, wie das alles so aussieht. Wir müssen noch ein bisschen richtig trocknen, die Schokolade. So sehen die aus. Ich finde, die sehen süß und witzig aus. Und ich bin gespannt, wie und was sagen meine Enkelkinder morgen, wenn wir vorbeikommen und ich bringe diese süße Plätzchen. Schaut ihr, ist doch niedlich. So, und wenn ihr natürlich Interesse habt, wie habe ich diese Plätzchen gemacht, dann bleiben sie bei mir und ich werde euch jetzt zeigen, Schritt für Schritt, wie immer. Und natürlich, die sollen nicht nur so schön und schick aussehen, die müssen auch schmecken. Und das probieren wir jetzt. Beiße ich jetzt an. Richtig schade zum Reinzubeißen. Schöne Möbelplättchen. Und ich denke, wenn die jetzt über Nacht noch in die Dose liegen, meistens der Mürbeteig wird dann richtig schön, so durchgezogen und schmeckt am nächsten Tag immer besser. Durch die Nüsse drumherum schmecken die gleichzeitig auch nussig und schokoladig. Aber ich kann euch gleich sagen, diese Menge von dem Puderzucker, was ich in den Teig reingegeben, die sind absolut nicht süß. So, diejenigen, welche mögen richtig so süße Plätzchen, müssen doch ein bisschen mehr reinmachen. Es ist richtig ganz normale, so süße in die Plätzchen drin. So, liebe Freunde, und jetzt zeige ich euch, wie ich habe heute meinen Tag verbracht. Zuerst bereiten wir den Teig aus einem Ei. Geben wir dazu auch weiche, wirklich sehr weiche Butter. Ich habe ein bisschen in Wasserbad reingestellt, dass er wirklich etwas weicher wird als Zimmertemperatur. Prise Salz. Ein Teelöffel oder Vanillearoma. Oder nehmt ihr ein Päckchen Vanillinzucker. Oder wenn ihr jetzt gerade habt zu Hause eine Vanilleschote, dann könnt ihr den Markt aus Vanilleschote. Von der halbe reicht das schon. So, das reicht. Dann Puderzucker. Die Puderzucker siebe ich lieber. So, das haben wir. Und werden wir alle Zutaten so lange aufschlagen, dass wir so eine richtig helle Masse bekommen. So, schaut ihr, in eineinhalb Minuten haben wir schon richtig schön so eine süße Butter. Jetzt werden wir hier auf diese Butter Mehl sieben und werden wir das portionsweise so reinrühren. Nicht gleich auf einmal alles. Es kann passieren plus minus. Es kommt darauf, wie war der Ei an Butter. Es ist auch, hängt viel ab, wie viel da Molke drin ist. Deswegen macht ihr lieber portionsweise. So, dann gebe ich noch ein bisschen. Und dann, wenn es schon so wie so ein klebriger Streusel ist, machen wir weiter mit der Hand. Weil danach spüren wir, wie viel Mehl brauchen wir noch. Der Teig soll nicht so klebrig sein wie jetzt. Schaut, er klebt richtig an die Hände. Aber wir dürfen auch nicht zu viel Mehl reinmachen, dass unsere Plätzchen schön weich bleiben und nicht zu trocken. So, nehmen wir jetzt Mehl und wieder nicht ganz komplette Mehl reinsieben. So, ich merke, meines noch richtig klebrig, gebe ich komplette Mehl, was ich mir abgewogen habe, und dann sehe ich, ob ich noch was dazu geben muss. So, gebe ich noch dazu und für euch schreibe ich dann genau die Zutaten unten in die Beschreibung. Aber wie gesagt, ihr müsst ja auch schauen nach eurer Konsistenz von dem Teig. So, ganz bisschen, minimal muss ich noch geben. Und dann glaube ich, das ist dann schon Schluss.
Jetzt mit dem sauberen Hand einfach Stückchen Teig nehmen und wenn er jetzt merkt, schaut, es klebt nicht an die Hand, dann ist das genug von dem Mehl. Weil hier jetzt an diese Hand wird natürlich kleben, weil wir haben noch Reste von dem Teig auf die Finger und die kleben einfach drauf. Musst du immer mit dem sauberen Hand das testen. Gebe ich nur ein bisschen hier und hole meinen Teig raus. Das sind die kleinen Nuancen, aber die sind wirklich wichtig, wenn manchmal was nicht klappt. So, machen wir jetzt unser Teigchen eine Kugel. Er ist wirklich sehr, sehr zart. Dadurch, dass wir statt Zucker Puderzucker genommen haben, den Teig ist auch dadurch auch sehr, so zart ist. So, das reicht. Wenn er sogar ein bisschen klebt, ist es nicht schlimm. Hauptsache, wir nicht zu viel Mehl reinkneten in den Teig. Ich bereite erstmal aus diesem Teig meine Plätzchen fertig und danach die Plätzchen stelle ich kalt. Es kann man natürlich erstmal Teig kalt stellen und dann erstmal zubereiten. In dem Punkt ist besser erstmal die Plätzchen fertig machen und dann die kalt stellen und danach die auspacken. So machen wir es, weil es ist dann bequemer jetzt zum Basteln. Bereitet euch auch gleich Blech oder Brettchen mit dem Papier, wo ihr eure Plätzchen dann fertig macht. Und jetzt in dieser Zeit, draußen ist wirklich sehr kalt, deswegen brauchen wir gar nichts in den Kühlschrank stellen, sondern einfach auf der Balkonterrasse oder was, für so halbe Stunde, 40 Minuten rausbringen, das wird dann schon reichen. Wenn ihr in den Kühlschrank stellt, ungefähr für eine Stunde. Jetzt teile ich mir ein bisschen auf. Einfacher dann zu arbeiten. Mache so zu einer Rolle. Schaut, wie toll ist unser Teig. Und ungefähr muss so ein Stückchen, ungefähr so 30 Gramm. Ich werde es mal abschneiden und dann wiegen, dass ich ungefähr weiß, wie groß soll ich es machen. Ja, liebe Freunde, genau 31 Gramm. 30, so fast 31. Perfekt. Ungefähr so eine Kugel machen wir und setzen wir die gleich auf unser Papier. So, ungefähr so, dass die rund sind und ich mache ein bisschen so flach. Danach machen wir 5 kleine Kugelchen. Ungefähr muss in die wirklich alle gleich sein. 1, das werden die Füßchen und die Nase. Es ist wirklich penibelige Arbeit. Aber ich glaube, das wird es wirklich Spaß machen, wenn er das auch mit den Kindern oder Enkelkindern macht. So, setzen wir hier 1, 2, 3 und 4. Das werden die dann später sehen wie die Füßchen. Und da brauchen wir noch eine kleine Nase. Die Nase können wir ganz klein auf einer Seite ein bisschen anspitzen. So sieht das aus. Es kann natürlich mal 1-2 Gramm kleiner oder größer sein, dass es nicht zu wild. So, und dann gleich 5 kleine Kugelchen. Etwas flacher machen, Füßchen dran setzen und die Näschen. Erstmal mache ich fertig. Aus dieser Masse ungefähr so 20, 25 Stück könnte rauskommen. Es kommt darauf, wie groß oder klein ihr das macht. So, meine Lieben, mit Basteln bin ich fertig. So ist es geworden. 22 Stück habe ich rausbekommen und aus dem Rest ganz kleine. Jetzt geht es oder in den Kühlschrank oder nach draußen. Ungefähr zwischen 30 und so 40 Minuten muss es schon kalt stehen. Und in dieser Zeit werden wir bereiten für das Deko, weil die Igel haben Nadeln und dann werden wir es imitieren mit den Nüssen. Ich habe hier vorbereitet Walnüsse, Haselnüsse und Mandelnüsse, werde die in so einen Mixer zerkleinern. Und dann brauchen wir natürlich unsere Plätzchen in irgendwas tauchen, dass die Nüsse kleben bleiben. Dafür werde ich hier Zartbitterschokolade mit ein ganz kleines Stückchen Kokosfett schmelzen lassen. So, ich gebe einfach die hier rein.
und werde die zerkleinern, aber nicht zu Mehl. Es sollen die noch etwas grob sein. So, schaut ihr. Jetzt gibt es noch so kleinere Stückchen. Dann gleich in die Schale geben und da können wir dann die tauchen. Und bevor ihr eure Plätzchen aus dem Kühlschrank rausnimmt oder von draußen reinbringt, machen Sie Ihre Backofen an auf 180 Grad zum Vorheizen. So, meine Plätzchen habe ich nur 20 Minuten draußen gehalten, weil draußen ist wirklich sehr kalt. Warum kalt die Plätzchen stellen? Dass die ihre Form behalten, dass sie nicht auseinanderlaufen. Gebacken werden die zwischen 10 und vielleicht 15, 17 Minuten. Es kommt darauf, wie dick habt ihr die gemacht. Schaut bitte nach Art eures Ofens und natürlich nach eurem Produkt. Aber die Plätzchen sollen die hell bleiben, nicht dunkel. So, ich habe jetzt meine Plätzchen 15 Minuten gehalten bei 180 Grad Ober-Unterhitze. Deswegen schaut bitte, liebe Freunde, nach Art eures Ofens. Jetzt lassen wir unsere Plätzchen vollständig erstmal abkühlen, bevor die mit Dekorieren anfangen, weil jetzt sind die heiß und kann man kaum die in die Hände nehmen. So, meine Lieben, die Plätzchen haben sie sich gut abgekühlt und jetzt kann man anfangen mit dem Basteln. Habe ich aber schon auch probiert, dass ich euch besser zeigen kann, meine Gedanken, was ich überhaupt gedacht, was ich soll machen. So sieht dann Endprodukt und ich zeige euch, wie es gemacht haben. Muss noch richtig fest werden. So, wir haben Schokolade und dann habe ich gedacht, dass das Gesicht ein bisschen so freundlicher und süßer aussieht. Habe ich den Grenadinesirup mir ein bisschen auf den Tellerchen gemacht und ein kleiner, so wirklich ganz, ganz minimal kleine Tropfchen von den Lebensmittelfarben. Aber minimal, weil selber Sirup, wenn du es drauf machst, sieht kaum so rosa, nur so glänzt. Deswegen habe ich ganz bisschen noch jetzt eine Farbe dazu gegeben. Und das wird wie die, so eine süße Wanne. So habe ich dann mit dem Pinselchen aufgetragen. Könnt ihr euch austoben, wie das ihr wollt, rund oder gestrichen so. Und denke, ich habe auch noch ein bisschen was nicht überlegt, obwohl ich habe schon überlegt, die könnte man vielleicht doch rundlicher machen. Meine sind flach. Ich dachte aber, wenn ich die zu dick mache, vielleicht werden die dann nicht durchgebacken. Dann muss ich die Lehne halten und dann werden die dann rau, nicht mehr dann hell. Deswegen habe ich die flach gemacht. Eventuell vielleicht noch kleiner dann machen und etwas dicker. Naja, jetzt habe ich ausgebacken und jetzt muss ich die so jetzt auch dekorieren. Ich nehme dann so Plätzchen so und dass ich dann oben auch so habe wie so dieses stachelige Fell, brauche ich, dass die Schokolade bis dahin kommt. Wenn ich so tauche, das ist wirklich zu matschig. Deswegen habe ich mir Pinselchen genommen und erstmal bepinsel ich mit Schokolade hier etwas nach oben. So ungefähr, das ist das Bauch und unsere Igel liegt auf dem Rücken. So, die Füßchen lassen wir hell, dass man die sieht. So, dann habe ich umgedreht und noch auf die andere Seite auch mit der Schokolade gemacht. Es ist ein bisschen aufwendig, aber wenn die so süß aussehen, dann lohnt es. Einfach Stuhl nehmen, an den Tisch setzen und Bastelstunde nehmen. Und jetzt geht es alles in den Schale mit den Nüssen. So, einfach tschüpp, mit dem Löffel ein bisschen, dass die Nüsse an die Schokolade kleben. So, und dann können wir die schon rausnehmen und zum Trocknen legen. Und dann habe ich noch mit dem Zahnstocher und die Schokolade, mache dann Augen. Eventuell kann man einen kleinen Beutel nehmen und mit Schokolade füllen und damit dann arbeiten. Aber es geht so auch auf die Nase und natürlich ein lachender Mund. So, liebe Freunde, so sieht er jetzt aus. Drehe mal.
Sieht doch süß aus. Mein Mann hat schon gelacht, wo er reingekommen hat, gesagt, was bastelst du jetzt schon wieder? Ja, die Idee hatte ich sogar, aber naja, vielleicht nicht so 100% so rausgekommen, wie ich es wollte. Aber trotzdem freue ich mich über diese kleinen Teile. Und am besonderen bin ich wirklich gespannt auf die Augen von meinen Enkelkindern. Morgen, wenn wir die dann besuchen. So, liebe Freunde, hoffentlich mit diesem Video habe ich irgendwelche kleine Anregung für euch, irgendwas zu sowas richtig Süßes zu backen für eure Kinder, Enkelkinder oder für euch selber auch. Für eure Kommentar und Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Und ich bin euch dankbar, wenn ihr euch meinen Kanal weiterteilt. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch alles Gute, eine schöne Adventszeit, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!